Warning. The following video is a parody. This contains content and/or language, which may be unsuitable for younger viewers. Viewer discretion is advised. Lassen. Es besteht überhaupt kein Zweifel, er wollte fliehen. Aber was bedeutet das schon noch? Es ist ja eh alles vorbei. Denk doch an meine arme Schwester. Sie ist vom Hermann schwanger. Es ist mein Wille! Du bist der Führer. Mein Führer, dann ist die 9. Armee verloren. Wenk soll mit der 12. Armee die Sache unterstützen. Die 9. Armee ist nach Norden hin bewegungsunfähig. Die Feindkräfte übersteigen unsere Mannschaften um ein Zehnfaches. Wenk soll mit der 12. Armee die Sache unterstützen. Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie... Wenk soll mit der 12. Armee die Sache unterstützen. Vielleicht 20 Stunden, nicht länger. Die Russen sind rundherum bis auf einige hundert Meter herangekommen. Für den Moment haben wir sie zum Stehen gebracht. Wissen Sie, Manke, die westlichen Demokratien sind dekadent. Seit Monaten. Ich muss es loswerden, mein Führer. Seit Monaten habe ich Ihre Zerstörungsbefehle ausgesetzt. Wenn mein eigenes Volk an dieser Prüfung zerbricht, könnte ich darüber noch keine Träne weinen. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Ich flehe Sie an, verlassen Sie Berlin. Noch ist es nicht zu spät. Zu spät? Meine Familie. Falls die Russen mich... Ich muss hier weg. Wenn er sich ohne Befehl entfernt hat, ist das Fahnenflucht! Verrat! Bringen Sie mir Fegelein! 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 Der Führer hat jeglichen Sinn für die Realitäten verloren. Er verschiebt Divisionen auf der Landkarte, die gar nicht mehr existieren. Die Gruppe Steinhain, versprengter Haufen, der sich mit Mühe verteidigen kann. Jetzt will er, dass Steiner angreift. Das ist purer Wahnsinn! Warum sagen Sie es ihm dann nicht? Er ist keinen Argumenten zugänglich. Das wissen Sie so gut wie ich. Irgendwas muss getan werden. Sind Sie verrückt? Er will uns einfach rausschmeißen wie Rundstedt, wie Guderian. Ja, und? Wir sind Soldaten. Wir haben unseren Eid auf den Führer geleistet. Soll der Eid uns darin hindern, selbstständig zu denken? Das sagen ausgerechnet Sie. Ein Opportunist. Ein rücksichtsloser Karrierist. Wie bitte? Hören Sie zu, Keitel. Ich möchte, dass Sie noch
Heute Nacht abreisen. Begeben Sie sich zu Dönitz. Helfen Sie ihm, alles zu organisieren. Es muss wieder Schwung in die Sache. Nein, Mansu. Gut. Also dann gute Reise. Schenk. Die Russen sollen eine Eisenbahnbrücke über die Oder haben. Ich fürchte, das wird schwierig. Hier wurde alles evakuiert. Mein Adjutant und ich sind die Einzigen hier im Hauptamt. Alle anderen sind weg. Ganze Luftwaffenführung sofort aufhängen! Sie haben es doch selbst gehört, er will nicht mehr führen. Ich habe mich klar genug ausgedrückt! Was soll das heißen? Sie können Fegeler nicht finden. Mein Führer, wenn Sie diese Pläne verwirklichen wollen, dann sollten Sie Berlin verlassen. Dieser Versager, dieser Schmarotz, es ist mein Wille! Ja. Tun Sie, was Sie wollen, das waren exakt seine Worte. Ich wiederhole, ich kann da kein Mitgefühl empfinden. Das Volk hat dieses Schicksal selbst gewählt.